Im Dschungel ist viel Platz. Die können von mir aus machen, was sie wollen. Sollen euch andere helfen, aber lasst mich und meine Männer in Ruhe. Ihr müsst es einmal so sehen. Ihr hattet Glück. Ich hätte leicht eure Köpfe an die Japaner verkaufen können. Vom Kino zu Nino. Diesen Mann haben wir am Samstag in Lausanne beim Schlager Grand Prix alle die Daumen gedrückt. Es hat nicht ganz gereicht. Grüß dich, Nino. Hallo, grüß dich. Nino, ich habe vorher gelesen, bevor das also losging in Lausanne, hast du gesagt, das Einzige, was mich glücklich macht, ist der Sieg. Falls der nicht gelingt, war für mich alles umsonst. Müssen wir uns jetzt Sorgen um dich machen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir wollten gewinnen. Wir haben verloren, kann man sagen. Und was soll's? Ich meine, das vergessen wir ganz schnell wieder. Es gibt ja auch noch andere Sachen, über die wir uns freuen können. Und das ist halb so wild. War das so eine Erfahrung für dich, dieser Grand Prix, den du nochmal machen würdest? Würdest du das Ganze nochmal angehen? Also, was mir natürlich unheimlich viel gebracht hat und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war die deutsche Endausscheidung. Eine deutsche Endausscheidung würde ich gerne mitmachen, aber wenn ich dann gewinne, muss ich ja schon wieder zum Grand Prix. Also, hast erstmal die Nase voll. Ja, erstmal ein bisschen Pause machen vom Grand Prix. Aber du hast ja keinen Anlass zur Klage. In Deutschland bist du ja hochplatziert mit 2 Titeln gleich unter den ersten 20. Mit Samurai und mit Flieger. Das tröstet ein bisschen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das tröstet über alles hinweg. Natürlich. Gut. Hier ist Nino D'Angelo mit Flieger. Du und ich, wir sind so hoch geflogen vor gar nicht langer Zeit. Ein Flugzeug voll mit jungen Träumen stand für uns bereit. Das mit uns war so groß. Wir eroberten den Himmel. Warum ließt du mich nur los? Ohne Fallschirm in der Nacht. Ich hab die Zeit nie ganz vergessen, als wir noch fliegen. Nochmal mit dir erleben, so ein Flug ins Abendrot. Würde gern nochmal mein Herz riskieren, sogar bis in den Tod. Das mit uns war so groß, sowas gibt es nur noch selten. Werden wir nur einmal noch auf den Wolken um verliebt. Ich hab die Zeit nie ganz vergessen, als wir noch Flieger waren. Du gehst nicht raus aus meinem Herzen. Ich denk nur noch daran. Du hast oft gesagt, wir sind stark, wir zwei. Sowas geht doch nicht einfach so vorbei. Auf der 10 diese Woche Bette Midler mit Wind Beneath My Wings. Von 18 auf 9 gestiegen Guns N' Roses und Patience. Von 14 auf 8 Michael Damian Rock On. Von 6 auf 7 runter 38 Special mit Second Chance. Von 7 auf 6 rauf für Cher und Peter Cetera After All. Von 8 auf 5 für Donny Osmond Soldier of Love. Von 5 auf 4 Paula Abdul Forever Your Girl. Auf der 3 bleibt Jodie Watley mit Real Love. Von 1 auf 2 gefallen Madonna Like a Prayer. Und neue Nummer 1 in Amerika von der 2 Bon Jovi I'll Be There For You. Nach den etwas schlappen Pfingstfeiertagen machen wir uns nächste Woche mit Formel 1 und Tour wieder auf die Socken. Wir sind am Freitag, den 19. Mai in Velva und 2 Tage später dann in Siegen. Mit einem etwas veränderten Programm. Die London Boys sind zwar immer noch dabei, aber zusätzlich jetzt feinste Dancefloor-Music aus Holland mit Hit House. Nach dem ersten Video von Tanita Tickerim, Twist in My Sobriety, das ja wunderschön war, fragt man sich nur, wird sie ihren Videostandard halten können? Macht euch selbst ein Urteil. Hier ist das Neue von Tanita Tickerim. Cathedral Song.